Bürgermeister, oder anders gesagt, Billerbeck ist eine Stadt, die Charakter hat. Das finde ich gut und diesen Charakter möchte ich erhalten und fördern. Ich bin gebürtiger und beheimateter Billerbecker. Nach wie vor werde das auch immer bleiben, um es mit den Worten von Müntefering zu sagen, ich bin ein Tiefwurzler und kein Breitwurzler. Also ich bin in Billerbeck wirklich tief verwurzelt, seit jeher, seit Geburt und gehe nicht in die Breite. Also mich hat es nicht irgendwann mal nach Münster gezogen oder sonst wohin. Billerbeck ist meine Geburts- und Heimatstadt. Und letztlich ist es die Antwort auch auf die Frage, warum ich Kommunalpolitik mache. Weil ich etwas gestalten, bewegen möchte, positiv gestalten, mitgestalten möchte und Einfluss nehmen möchte an der Stelle. Das Amt des Bürgermeisters, muss man wissen, ist letztlich ein dreigeteiltes Amt. Es sind drei Jobs in einem. Es ist einmal die Leitung der Verwaltung, des Betriebesverwaltung, dann der Vorsitz des Rates und letztlich dann auch der repräsentative Bürgermeister, der nach außen hin mit Vereinen, Verbänden zusammenarbeitet. Drei Jobs in einem, vielfältig, interessant. Was Schöneres, was Tolleres kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist eine gute Frage. Es ist viel, viel Arbeit, darüber muss sich jeder bewusst sein. Die Wochenarbeitszeit ist nicht 40 Stunden oder 41 Stunden, wie momentan bei mir im Job, sondern die Wochenarbeitszeit reicht auch schnell 60, 70 Stunden. Das muss man deutlich sagen. Es ist aber eine interessante Aufgabe. Für mich persönlich reizt es natürlich, man möchte gestalten. Man möchte gestalten, man möchte sich einbringen, man möchte Verbesserungen bewirken, man möchte unsere Stadt voranbringen, man möchte die generationsübergreifend ausbauen und das sind natürlich Aufgaben, wo man sagt, da kann man ein Lebenswerk hinterlassen, ja. Und das, dafür muss man auch irgendwo eine Ader für haben, auch gestrickt sein. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, aber es wäre mein Ding. Gestalten, planen, konzeptionieren und Verwaltung führen. Ich sehe, dass viele Dinge hier im Argen sind. Ich bin Billerbecker, ich lebe hier super gern, wir fühlen uns sehr wohl. Es gibt viele Dinge, die ich sehr schätze. Es gibt natürlich auch Dinge, wo ich mich wundere. Und ich glaube, dass man mit neuem Schwung, mit vielen kreativen Ideen, mit der Kommunikationsfähigkeit, die ich glaube zu haben, Dinge nach vorne bringen kann, indem man Leute an einen Tisch holt. Und wir sind in den letzten Jahren hier in Billerbeck unter dem Motto Teile und Herrsche organisiert gewesen. Das bedeutet, dass insbesondere die Bürgermeisterin eben mit ihren Ideen sehr massiv die Politik auch bestimmt hat. Das bedeutet, dass wir selbst an Stellen, in denen die Politik eigentlich gar nicht weit von uns entfernt war, da nehme ich mal das Stichwort Barrierefreiheit, hat sie es tatsächlich dann geschafft, die Parteien so auseinander zu dividieren, dass wir drei Abstimmungsverfahren brauchten, um über diese unselige Rathausaufzuggeschichte dann irgendwie ein Ergebnis zu bekommen. Was da am Ende für ein Ergebnis rausgekommen ist, ist dabei nachrangig, sondern die Frage, wie ist das passiert? Wir sind also im Münsterland zur Lachnummer geworden durch die handwerklichen Fehlgriffe, die da passiert sind und durch die Tatsache, dass es, obwohl die Parteien an sich einig waren, nicht gelungen ist, da eine Moderation zu schaffen, die so eine gewisse Einigkeit auch nach außen hat. Und das ist ein Fehler, der mich sehr gereizt hat, zu sagen, das kannst du besser. Das bedeutet natürlich, dass man im Vorfeld von Entscheidungen, gerade von solchen wichtigen Entscheidungen, teuren Entscheidungen, langfristig zu bedenkenden Entscheidungen, viel mit den Parteien sprechen muss, mit den Beteiligten der Parteien sprechen muss. Und dazu muss man aber auch bereit sein. Und das ist das, was ich anbieten kann, auf die Leute zuzugehen und Schnittmengen rauszuarbeiten. Weil wenn die Schnittmenge da ist, alle wollen Barrierefreiheit, nehmen wir dieses Beispiel, alle wollen Förderung der Innenstadt, dann ist es ja nicht die Frage des Ob, sondern nur des Wie. Und das kann man miteinander diskutieren. Man muss aber reden. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das hat mich gereizt. Und da glaube ich eben mit dem, was ich in den letzten 20 Jahren in der Kommunalverwaltung als Dienstleister erlebt habe, dass das in den Verwaltungen, in denen ich beschäftigt war, politisch ganz anders läuft. Das heißt, wenn wir in Coesfeld in der Kreisverwaltung oder auch in Steinfurt in der Kreisverwaltung schwierige Entscheidungen zu treffen haben, informieren wir die Politik frühzeitig, gehen in die Fraktion, stellen unsere Ideen vor, loten aus, gehen die mit uns oder haben die alternative Lösungsvorschläge. Manchmal haben die gute Ideen, dann können wir unsere Vorlage revidieren. Manchmal sagen die, nee, das ist gut so, lass uns dann in der politischen Diskussion besprechen und dann gibt es dazu Ergebnisse. Und in den meisten Fällen klappt es dann auch, eine Einheitlichkeit hinzukriegen. Und wir müssen nicht alles im Einvernehmen entscheiden, es darf auch ruhig mal Uneinigkeit sein und dann muss auch
die Mehrheit entscheiden, aber gleichwohl kann man das im Vorfeld wesentlich besser vorbereiten. Das reizt mich kolossal, da nochmal nachzuarbeiten und eine andere Kultur des Miteinander hinzukriegen. Das hört sich jetzt ein bisschen Politiker-Blabla-mäßig an, aber letztendlich ist es das. Das kann man nicht besser ausdrücken, wie mit so einem Satz der Moderationskultur, der Gemeinschaftskultur. Und zum Thema Gemeinschaft kommen wir bestimmt gleich nochmal beim Innenstadtthema auf diesen Begriff und wie man den leben kann. Wenn man Bürgermeister ist, egal in welcher Stadt, natürlich vor allem auch in Billerbeck, muss man sehr, sehr flexibel sein, sehr, sehr kreativ sein. Man bekommt mit ganz, ganz vielen Themen Berührungspunkte. Man ist nicht nur auf eine Schiene festgelegt, sondern hat ganz, ganz viel. Wir haben Schule, wir haben Bauen, wir haben Ehrenamt, wir haben Veranstaltungen, wir haben alle möglichen Dinge, die im Leben so vorkommen, und mit denen werde ich konfrontiert und habe da die Chance, da was zu gestalten. Das reizt mich. Es ist auf keinen Fall langweilig. Also flexibel ist, muss man sein, bin ich auch, kreativ, und was man auch wirklich sein muss, man muss hartnäckig sein. Man muss hartnäckig seine Ziele verfolgen, darf sich nicht ins Boxhorn jagen lassen von Pessimisten oder von Leuten, die erstmal alles Mögliche ablehnen. Man muss hartnäckig sein, überzeugen können, und ich glaube, das kann ich ganz gut.